Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema Spekulant versus Investor. Und ich werde dich natürlich ganz unvoreingenommen so ein bisschen versuchen zu überreden, den Weg des Investors einzuschlagen. Ja, nicht des Spekulanten, falls du das gerade schon gedacht hast, des Investors. Also ich werde so ein bisschen die beiden Positionen gegenüberstellen, Vor- und Nachteile und was die beiden unterschiedlich machen. Und damit auch schon direkt zum Thema. Und als allererstes ist mir eigentlich so ein bisschen André Costolani eingefallen, von dem ich auch ein Buch gelesen habe früher. Und man kann wirklich einige sehr gute Sachen von André lernen. Aber er ist natürlich, und das muss man im Hinterkopf behalten, er ist ein Spekulant. Er ist weniger der Investor, er ist deutlich mehr der Spekulant. Fangen wir an mit dem Spekulanten und wie ich finde, mit seinem größten Vorteil überhaupt, nämlich, dass seine Vorgehensweise an der Börse deutlich aufregender ist als die des Investors. Denn er versucht immer Hypothesen über die Zukunft zu treffen, also irgendwelche Annahmen über die Zukunft, nach denen er dann seine Investmententscheidungen trifft. Das heißt, er versucht immer irgendwie die Zukunft vorherzusagen mit Ereignissen, die so noch niemand vorhersieht oder die noch keiner checkt oder auf dem Schirm hat. Oder die andere für extrem unwahrscheinlich halten. Ich gebe euch ein Beispiel. Man könnte zum Beispiel sagen, Tabak wird in den nächsten 20 Jahren der Mega-Hit und nochmal einen richtigen Aufschwung erleben, was finde ich wirklich, ich finde es unwahrscheinlich. Ich gebe euch ein wahrscheinlicheres Beispiel. Man könnte zum Beispiel sagen, viele werden ja dieses Jahr dank Corona zu Hause bleiben und zu Hause Silvester feiern. Und dadurch könnten die Verkaufszahlen von Feuerwerkskörpern natürlich höher ausfallen als sonst, weil die Leute eben privat feiern müssen und dann die privaten Böller kaufen und jetzt weniger an irgendwelche großen Schauplätze gehen, wo es dann ein Riesenfeuerwerk gibt oder so. Das wäre zum Beispiel so eine Überlegung, was dadurch gestützt wird, zum Beispiel, dass jetzt in der Schweiz war schon ein Feiertag, wo die Hersteller von Feuerwerkskörpern gemeldet haben, dass sie 30% mehr verkauft haben als letztes Jahr zur gleichen Zeit. Das wäre zum Beispiel so eine Überlegung, die man treffen könnte. Man könnte zum Beispiel auch sagen, jetzt nach der Corona-Krise werden die Kreuzfahrtunternehmen wie Carnival, wie Phönix aus der Asche hervorgehen, weil einfach die Leute wieder alle aufs Kreuzfahrtschiff springen und dann wieder für ordentlich Umsätze und Gewinne sorgen. Aber alles das sind Wetten, die man nicht zu 100% vorhersehen kann. Und da gibt es auch nicht nur den Weg, dass man jetzt long wettet, also auf steigende Kurse, sondern man kann natürlich auch, und das nennt sich dann Short-Seller, das sind dann Leute, die wetten auf fallende Kurse. Kann man als Spekulant auch machen. Da gibt es ja ganz bekannte Shortseller. Ja, jetzt hier letztens war erst der Fall mit Wirecard, wo große Shortseller gesagt haben, na, das Geschäftsmodell da ist nicht ganz koscher, da meinen wir irgendwelchen Betrug zu riechen und deswegen fangen die dann an, die Aktie leer zu verkaufen und auf sozusagen fallende Kurse zu wetten. Wenn sowas in einem extrem großen Ausmaß stattfindet, dann heißt das auch Short-Attacke. Ich bin zum Beispiel der Meinung, das gleiche passiert auch gerade bei Tenger Outlet Centers. 73% der Aktien im Streubesitz werden benutzt, um die Aktie mit Leerverkäufen runterzuprügeln. 63 Millionen Stück gibt es und 46 Millionen werden zum Shortsellen verwendet und deswegen ist auch der Kurs entsprechend. Die Frage ist natürlich, haben dann diese Shortseller recht? Haben diese Spekulanten recht? Und teilweise muss man sagen, sie wetten wirklich sehr, sehr viel Geld darauf und gehen ein hohes Risiko ein. Sie setzen sehr viel Kapital ein, das heißt, sie müssen sehr genau wissen, was sie tun und sich ihrer Sache sehr, sehr sicher sein und sie brauchen einen langen Atem und eine sehr entspannte Psyche. Ne? Weil wenn du sehr, sehr viele Millionen im Minus bist, weil der Markt noch gegen dich, also auf steigende Kurse dann in dem Fall wettet, das fühlt sich bestimmt nicht ganz so geil an. Spekulanten würden wahrscheinlich auch auf so Sachen wie Forex-Trading setzen und zum Beispiel sagen, ja, der Euro will abkacken gegen den Dollar und deswegen wetten wir gegen den Euro und für den Dollar zum Beispiel. Auch das wäre eine Möglichkeit, die man bestimmt begründen kann. Man sollte sie als Spekulant auf jeden Fall für sich begründen können und auch stichhaltige Argumente dafür haben. Aber es ist nie 100% sicher, dass diese Überlegungen tatsächlich auch eintreten. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Natürlich ist es deutlich aufregender, als Spekulant unterwegs zu sein, aber natürlich auch deutlich risikoreicher und
unsicherer. Unsicherer ist das Wort. Als Spekulant hältst du nämlich auch deutlich wenigere Positionen, von denen du aber dafür umso mehr überzeugt bist. Nur so, also mit wenigen Positionen, hast du nämlich auch die Chance, den Markt outzuperformen. Und das ist nämlich auch das, was du als Spekulant erreichen möchtest. Du willst besser sein als der Markt, du willst besser sein als die breite Masse. Und das erhöht natürlich nicht nur die Chance auf eine hohe Rendite, sondern natürlich auch das Risiko und die Unsicherheit. Du musst dir überlegen, als Spekulant ist es ein richtiger Brainfuck, weil du musst nicht nur richtig liegen, gut, als Investor musst du auch richtig liegen, aber du musst auch lange Durststrecken aushalten können und so lange warten können, bis du dann letztendlich Recht bekommst, weil du weißt nicht, wann deine Überlegung eintritt. Das kann in 2 Wochen passieren, aber vielleicht auch erst in einem Jahr oder so. Du musst also deine Emotionen richtig krass im Griff behalten und das meiner Meinung nach auch noch viel mehr als ein normaler Investor, weil du eben einem höheren Risiko ausgesetzt bist. Aus der Natur der Sache heraus. Und wenn du das Ganze aushältst und dann auch noch Recht hast, dann können dir als Spekulant wirklich sehr, sehr hohe Renditen winken. Du hast natürlich das Risiko als Spekulant, dass du sehr viel Kapital auf wenig Pferdchen nur setzt. Und ich bin ganz ehrlich, ich glaube, die meisten, die so anfangen, verlieren Geld. Wenn du Spekulant bist oder werden willst, dann solltest du Profi sein und deine Sache verstehen. Leider funktioniert das meistens andersrum. Als Spekulant ist es deutlich geiler, an der Börse aktiv zu sein. Deswegen fangen viele Leute so an, inklusive mir. Und es ist aber andersrum. Eigentlich sollte man als Investor anfangen und dann, wenn man seine Sache wirklich, wirklich, wirklich versteht und dann auch noch ein bisschen Geld über hat, mit dem man spekulieren kann, dann, ja, mach auch mal ein ganz ein bisschen spekulant sein. Kommen wir jetzt zum Investor. Und ich setze noch ein anderes Wort davor, zum langfristigen Investor. Und ich vermute oder ich bin mir ziemlich sicher, dass sein Investmentvorgang sehr viel unaufregender ist als der des Spekulanten. Weil er eher einem Handwerk nachgeht, als jetzt, ich sag mal, wilde Vermutungen anzustellen. Er berücksichtigt sehr viel mehr fundamentale Daten und Kennzahlen von jetzt einem Unternehmen als seine eigenen Überlegungen. Die sind natürlich auch vorhanden, aber das, was in der Vergangenheit passiert ist und das, was das Unternehmen oder was auch immer an Kennzahlen vorlegen kann, wirklich greifbar, schwarz auf weiß, das ist hier deutlich für den Investor aussagekräftiger. Er hat es weniger auf das schnelle Geld abgesehen, als vielmehr auf das langfristige, solide und berechenbare Wachstum. Das heißt, der größte Vorteil des Investors, würde ich sagen, ist, dass seine Art zu investieren auf jeden Fall sicherer ist. Ich kann nicht sicher sagen, weil das ist es nicht. Wenig auf der Welt ist sicher, aber er setzt halt eher auf das, was sich in der Vergangenheit schon bewährt hat. Natürlich kann er berücksichtigen, dass die Menschheit langfristig versuchen wird, von fossilen Brennstoffen wegzukommen oder jetzt auch von Tabakprodukten wegzukommen, weil die eben Krebs verursachen. Aber er wird trotzdem versuchen, sofern die Unternehmen solide Zahlen vorlegen, auch zu schauen, inwiefern er das für sich nutzen kann. Man würde als Investor jetzt aber nicht hingehen und sagen, ich kaufe keine Coca-Cola-Aktien, weil die Wissenschaft hat rausgefunden, dass Zucker genauso scheiße ist wie Koks oder sogar noch süchtiger macht und dass sich Mäuse eher für Zuckerwasser entscheiden als für Koks, wenn sie die Wahl haben und die Gesellschaft vielleicht irgendwann erkennt, was Zucker anrichtet und wie süchtig es macht. Aber das wäre Spekulation. Ja, man kann nicht sagen, wann das in Zukunft passiert. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass irgendwann in den Medien groß und breit getreten wird, wie schädlich oder süchtig machend Zucker eigentlich ist. Und ich persönlich sage auch immer, Coca-Cola ist die geilste Droge der Welt. Ja, die Kombination aus Koffein und Zucker, das ist das, was meinen Kreislauf richtig pusht. Und dann, wenn natürlich die Zahlen stimmen, guckst du dir an. Dividendenhistorie knapp 60 Jahre, ja, also 58 Jahre steigende Dividenden, um genau zu sein. Dann hast du über die Jahrzehnte immer steigende Gewinne und steigende Umsätze. Ja, also mehr kannst du dir als Investor gar nicht wünschen. Das heißt, ich würde als langfristiger Investor immer zur Coca-Cola-Aktie jetzt beispielhaft, ja, wenn ihr das seht irgendwie. Ich würde gerne eine Partnerschaft mit euch haben, aber ich werde hierfür nicht bezahlt, dass ich den Namen so oft nenne, aber ich würde gerne bezahlt werden. Real Talk zwischendurch. Aber ich würde dann immer so eine Aktie vorziehen, vor zum Beispiel Carnival, wo ich nicht genau weiß, was passiert in Zukunft. Hier habe ich keine 60 Jahre Erfolgsgeschichte im Rücken. Dazu kommt, der langfristige Investor wird sein Kapital wahrscheinlich immer etwas breiter streuen auf mehrere Positionen, um damit ganz einfach
sein Risiko zu senken. Und er wird es nicht nur irgendwie breiter streuen auf verschiedene Positionen, sondern er wird gucken, dass er in unterschiedliche Branchen und Assets reingeht. Will ich den Markt outperformen, dann darf ich nur wenige Positionen in meinem Portfolio haben. Und je mehr Positionen ich eben mit aufnehme, desto eher nähere ich mich so einem Index an, der sich der breiten Marktrendite nähert. Das heißt, wenn ich jetzt als solider langfristiger Investor vorgehen werde, muss ich wahrscheinlich auch damit rechnen, dass ich nicht die allzu großen Renditen mache oder die allzu großen Renditenchancen habe, wie sie jetzt zum Beispiel ein Spekulant hat. Dafür habe ich aber auch nicht das Risiko, so hart abzufacken. Natürlich habe ich auch als langfristiger Investor ein richtig großes Risiko und wir sehen zum Beispiel bei Warren Buffett, dass man einfach Trends ganz solide mal verschläft und dann irgendwann später, ganz viel später, sagt man mal, oh ja, die Leute benutzen ja Computer. Ach, dann hat jeder zwar schon einen Computer, aber dann fange ich auch mal an, in die Branche zu investieren. Das passiert halt einem langfristigen Investor deutlich wahrscheinlicher als einem Spekulant oder jemand, der mehr in die Zukunft schaut, weil man als Investor eher eben in die Vergangenheit schaut und was konnten die Unternehmen schon vorlegen und haben sie schon ihre Gewinne und Umsätze seit Jahrzehnten und was weiß ich, seit Jahrhunderten am besten noch irgendwie gesteigert. Dann guckst du weniger in die Zukunft und verpennst einfach Trends und das muss man einfach ganz klar sehen, dass dieses Risiko als Investor besteht und nicht zu unterschätzen ist, finde ich. Also wir müssen auf jeden Fall festhalten, beide haben ihre Vor- und Nachteile und genauso wie du mit einer sehr guten Informationslage als Spekulant den Vogel extrem abschießen kannst, wenn du es drauf hast und genau weißt, was läuft, so kannst du es natürlich auch als Investor verkacken. Natürlich, und das muss ich ja auch nochmal hervorstellen, gibt es nicht nur den einen krassen Weg und den anderen krassen Weg und man muss nicht nur das eine oder nur das andere machen, sondern viele werden vielleicht auch Möglichkeiten finden, in ihrer Strategie die miteinander zu verwursteln, sodass es für sie Sinn macht. Vielleicht 80% solider langfristiger Investor und 20% Spekulant, weil es einfach Spaß macht. Aber das ist eine andere Story, das kann dann im Prinzip jeder für sich entscheiden. Ich wollte einfach nur beide Positionen einmal krass gegenüberstellen, damit man sich ein besseres Bild von den beiden einfach machen kann. Trotzdem würde ich jedem raten, eher den Weg des Investors einzuschlagen, ganz einfach, weil hier die Chancen höher stehen, langfristig ein Vermögen aufzubauen und die Chancen niedriger stehen, extreme Rückschläge zu erleiden. Wenn ich irgendwas vergessen habe, pack das gerne unten in die Kommentare. Und wenn du mich unterstützen willst, hast du übrigens auch seit neuestem die Möglichkeit, das bei Patreon zu tun, wo du übrigens einigen exklusiven Content von mir bekommst, den man hier auf YouTube nicht sieht. Schau da gerne mal vorbei, was dich da alles erwartet. Unter anderem auch meine Portfolio-Updates. Die sind dorthin umgezogen. Und meine attraktivsten Aktientipps. Die gibt's auch da für euch. Genug Werbung gemacht damit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video, was übrigens schon morgen kommen wird. Und dann tschüss.